Und da kommen ganz, 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 ganz viele Fuelblocks. Das könnte echt ein Problem werden mit den Fuelblocks, aber das müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Du kannst weg, richtig? Ja, mach mal hier dicht. Habe ich noch so ein Water Be Gone Ding? Ja, habe ich. Ding. Das ist cool. So. Eisen sieht okay aus, Kupfer sieht okay aus. Ich kann weiterspielen. Baue jetzt bitte die Fabrik für die Substations. Also einfach irgendwo. Da. Da. So, du stellst bitte hier. Ich bräuchte theoretisch auch eine für Roboports. Also nicht, damit wir 50 Roboports auf Tasche haben, sondern damit, falls Roboports zerstört werden, damit sie automatisch gesetzt werden. Ja, aber nee, erstmal nicht. Substation reicht mir schon an Kosten. Du bekommst bitte Stromsparmodule, weil... Keine Ahnung. Das Ding arbeitet eh nicht so häufig. Eigentlich braucht es gar keine Module. Aber gar keine Module reinzutun ist irgendwie so... komisch als Kapitalisten, Weltenzerstörer, Umweltvernichter und so. Mehr ist immer besser. Du mal da eine Kiste hin, da eine Kiste hin. So, die beschränken wir jetzt aber mit den Grünärmchen. Also du nimmst bitte nur, was ich jetzt gerade tue, ist redundant. Du tust bitte nur, was ist das Ding? Substation raus, wenn im System Substation kleiner als 20. Ja. Und es ist redundant, weil den Filter könnte ich, glaube ich, rausnehmen, wenn ich den Kommentar richtig verstanden habe. Und der arbeitet einfach nur mit dem Befehl hier. Also wenn weniger als 20 Logistikstations, Substations im System sind, dann arbeite einfach und nimm alles raus, was du finden kannst. Was halt nur die Substation ist, weil die Fabrik nur Substations herstellt. Macht Sinn. Kupfer, Stahl und rote Chips. Du hättest gerne Stahl, Kupfer, bei weitem nicht so viel. 20. Naja, doch, du brauchst doch recht viel dafür, ne? Wie viel brauchst du? So ein 10 Stahl. Ja, okay, mach 50 draus. So. Und rote Chips. Das bitte beschränken auf 50. Wie viel brauchst du? 10? Ne, dann auf 20. So, sollte jetzt soweit arbeiten. Wow, geht ja schnell. Okay, Speedmodule wäre hier definitiv fehl am Platz. Ja, dich beschränke ich mal, auch wenn ich dich eigentlich nicht beschränken muss, weil das Ärmchen die Arbeit tut. Aber mal gucken, sicher ist sicher. Also hätten wir jetzt auch schon mal Substations in dem Muster, das ist sehr gut. Das heißt, ich könnte jetzt das Ding da nehmen. Das da. So. Und dann tue ich dich... Ah, da ist richtig. Da, falsch. So. Kann ich dich drehen? Ja, kann ich. Da... Ja, hier habe ich keinen Anhaltspunkt. Ich brauche immer Anhaltspunkte, wo ich die hinsetzen soll. So. So sollte das okay sein. Und das baut er richtig auf. Alles auf einer Höhe. Alles hier auf einer Höhe. Lampen kommen gleich auch noch. Super. Ja. So, das heißt, hier noch bitte Licht drüber, Licht drüber, Licht drüber. Das ist ein gelb gestrichene Linie, ist super. Da. Und ich habe übrigens dafür, dass ich mir jetzt dieses Projekt vorgenommen habe mit dem ganzen Öl, habe ich noch nicht wirklich viel an dem Öl gemacht. Aber es ist alles Vorbereitung, es ist alles Vorbereitung. Dadurch haben wir jetzt das Licht einfacher, wir haben die Stromversorgung hier einfacher. Es ist alles schön geordnet, bevor wir anfangen zu arbeiten. Aber wir haben wenigstens die Raffinerien schon gebaut, ne? Ja, das ist okay. Das heißt, wir setzen hier... Erstmal definieren wir eine Mitte. Die Mitte sei... Eine gute Frage. Theoretisch könnten wir ja auch hier das noch hochziehen. Die sind richtig um, ne? Ja. Und könnten dann sagen, die Mitte sei hier zwischen den beiden Substations.
Dann hätten wir hier anderthalb Blöcke, da anderthalb Blöcke und dann hinter dem Roboport nochmal jeweils einen Block. Gucken wir mal, wie das aufgeht. Also sagen wir mal, hier unten kommt jetzt Öl rein. Das heißt, die Raffinerien wären da und da, sagen wir mal. Und da und da. Das heißt, hier unten kommt jeweils Wasser rein. Ich mache schon mal so, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Links kommt jeweils Wasser rein, was praktischerweise direkt vor der Haustür produziert wird. Wobei wir hier... Kein Strom, kein Strom, kein Strom, ich weiß. So ist richtig. Ja, ist richtig. Und setz sie bitte mal kurz von Hand, damit der Strom noch wenigstens ankommt. Genau, dann brauchen wir die alten Poles hier auch nicht mehr. Ja, also das Wasser kommt dann von hier raus, im Idealfall auch später aus dem MK2-Tank. Kommt raus, läuft dann dahin, 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 dahin. Das Öl stauen wir dann hier unten irgendwo, wird dann auch verteilt, ebenfalls mit MK2-Tanks. Und dann kommt die Friemelarbeit. Also wieder Gas nach rechts, Leichtöl Mitte, Schweröl nach links und dann Lubricant vom Schweröl weiter aus da und von dem Gas dann die Schwefelsäure weiter nach da. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke dafür frei. Okay, wie machen wir es mit den Chemical Plants? Bitte baue er mir noch ein paar davon, damit wir was zum Rumspielen haben und gucken, wie die Abstände so passen. Und dann schauen wir weiter. Derweil mache ich was? Ich setze mehr Substations. Ding. Ein Roboport, ja. Hier müsste eigentlich alles komplett mit Substations abgedeckt werden, damit wir auch hier das Öl noch abzwacken können. Und hier auch noch Roboports hinstellen. Weil die Roboter fliegen gerade wieder über totes Land quasi. Das heißt, sie werden jetzt, wenn sie irgendwann keinen Strom mehr haben, werden sie ganz langsam und haben keinen Roboter in der Nähe zum Aufladen und machen dann sowas da. Wo fliegst du jetzt hin? Wir sind gerade einen Bogen geflogen. Oh, Angriff. Oh. Türme werden direkt angegriffen. Was ist da los? Ach, Spucker. Kaputt. Oh, ihr habt echt so eine miese Reichweite. Mach. Weg, hin. Ja, sehr, sehr miese Reichweite. Weg, weg. Hier sind gar keine Türme. Dabei kann ich nicht in Ruhe arbeiten, wenn ich weiß, dass hier solche Lücken sind. Und die dunksten Mauer. Gut. Bitte gib mir all das. Bist du leer? Ja, bau ab, bau ab, bau ab, bau ab, bau ab, bau ab. Mache er die Mauer wieder zu. So. Da war noch einer. Genau. Was haben wir hier? Auch Zink, ne? Ne, Tin. Wow, ganz schön viel Tin. Bist du auch leer? Ja, bist du. So. Du? Tungsten. Bist aber viel zu langsam, weil ja. Mach einfach mal ganz kurz den hier. Das spart dann doch. Was? So. Dann brauchst du auch die nicht, kannst einfach durchrattern, kriegst dann nur Speed-Module. Haben wir noch einen Dreier-Drill über? Machen wir einen Dreier-Drill daraus. Ja, ja. Zack, 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 zack. Wie viel hast du noch? 1100. Okay, hole ich in 2 Sekunden ab. Ja, es geht einfach schneller und wenn sie zerstört wird, wird es zerstört. Ein Dreier-Drill ist zwar schade, wenn er... Angriff? Unten, ja. Also ein Dreier-Drill ist zwar schade, wenn er zerstört wird, aber vertretbar, glaube ich, noch. Und dafür bekommen wir gut was an Ressourcen. So, unten hatten wir, glaube ich, Topaz-Türme aufgestellt, wenn es auch nur 1, 2 waren. K-
könnten reichen. Ich sehe nichts. Was gut ist, das heißt, es sind keine Gegner mehr da. Ja. Kannst den Rest immer hier wegmachen. Ah, immer zwischendurch ein bisschen aufräumen. So. Gun Turret. Oh. Oh, okay. Ja, Gun Turret, der muss da nicht mehr wirklich stehen. Ich habe keinen Platz mehr. Also, wegsortieren. Die Chemical Plants sind inzwischen auch fertig. Ich hoffe, die hat er nicht auf den Boden geschmissen. Ne, da sind sie. Das heißt, ich kann gleich mit den Chemical Plants weitermachen. Du. Hier ist doch schön. Tu alles da rein. So, Stein brauche ich auch nicht ganz so viel. Das brauche ich nicht, die brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Das tue ich gleich in meinen Körper rein. Die brauche ich nur bedingt. Die, ja. Die können wir für die Roboter zugänglich machen. Naja, viel zu viel Gedöns drin. Das Problem ist, dass ich das irgendwann wirklich mal gebrauchen könnte. Also es gibt Sachen, wo man sagen kann, ja, das kann man mal gebrauchen, aber eigentlich stimmt das nicht, man wird es nie gebrauchen. Aber ein Fließband kann ich zwischendurch mal gebrauchen, wenn ich irgendwelche Sachen bei den Drills umbaue. Okay, Explosives nicht wirklich, da habt ihr recht. Alien-Artefakte auch nicht so ganz. Ardite einer bringt mir auch nichts, reicht nicht für eine Picke. Roboter kann ich mal freilassen. Die alten Strommasten habe ich immer genutzt für diese Mini-Außenposten. Kann ich aber auch mal rausschmeißen. Ja, es ist fast okay, so. Untergrundbells sind recht unwahrscheinlich, ja. Ja, okay. Haben wir drei Reihen frei, ist in Ordnung. Ich habe gesehen, wir hatten die Raw Topazes. Warum habe ich da keine Türme draus gebaut? Bau mal Türme hier. Go, go. Gut. Ja. Chemical Plants. Bau sie. Wie viel Abstand hatten wir hier zwischen den Raffinerien und den ersten Chemical Plants? Also wir hatten erstmal Öltanks, Raffinerien, dann die Tanks für die verschiedenen Flüssigkeiten, die ich hier ja auch noch bauen müsste. So. Tanks für verschiedene Flüssigkeiten. Dazwischen teilweise Chemical Plants, weil wir halt kein Schweröl brauchen und weil wir mehr Petroleumgas brauchen. Was ist hier los? Wir haben keine Kohle. Och, Menno. Ich bin gerade am Plan von dem Großprojekt. Lenkt mich doch nicht mit so komischen Sachen ab. Nimm er einen Drill, tue er ihn dahin. Was ist damit los? So, dahin, dahin. Natürlich ist es nicht im Einflussbereich der Roboter. Okay, okay, warte. Du. Dahin. So. Und jetzt kein Strom, ernsthaft. Es ist doch alles. Ich habe das extra umgebaut, damit wir nicht wieder hier so eine alten Masten hinsetzen müssen. Egal, wird eh alles später zerstört. So, jetzt haben wir auch wieder Kohle, also müsste das auch wieder funktionieren. Das kann echt nicht angehen. Das ist doofe, doofe Plastik, wo wir normalerweise 100.000 Tonnen von haben. Aber gut, es gab wenigstens keinen Engpass wie letztes Mal. Letztes Mal hatten wir einen Engpass, weil wir nicht genug Petroleumgas hatten. Jetzt haben wir genug Petroleumgas und es wurde auch schon gut was produziert, wie man sehen kann. Aber wir hatten halt nicht mehr genug Kohle. Was jetzt auch nur eine temporäre Lösung ist, aber sei es drum. Und das gönne ich mir mal. Einmal kurz vollgeladen zu werden. Danke, 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 danke. Hört's auch nochmal auf. Ja gut, irgendwann muss ich weiterlaufen. So, genau. Also hier kam es auseinandergefriemelt mit den Tanks. Das heißt, ich hätte jetzt ganz gerne einen Tank für Leichtöl hier. Einen Tank. Ja. Eigentlich sind es immer zwei Tanks, ne? Mach mal hier Leichtöl. Da schwer. Ne, es geht auch nicht. Wie habe ich das da unten gemacht? Einfach irgendwie, hä? Huh? Ja, da war es ein anderes Muster, da war es mit denen.
Und das hat absolut nicht gepasst. Das könnte erklären. Ja. Wenn die Robopost nicht wären, würde es passen. Aber ja, geht nicht. Weg. Weg. Das Problem ist, sie verbinden sie. Ich könnte sie hintereinander einfach klatschen. Ja. Dann wäre das jetzt Leichtöl. Nee, noch besser. Also ich habe mir irgendwie angewöhnt, dass ich immer mache Schweröl da, dann Leichtöl, dann Petroleumgas und so weiter. Aber ich könnte einfach so Schweröl. Wird auch weiterverarbeitet. Wird alles weiterverarbeitet. Ich brauche mehr Tanks. Du. So. Das wäre dann Schweröl, Leichtöl, Petroleumgas. Lubricant. Und eigentlich bräuchten wir jetzt noch einen fünften für das Schwefelsäure. Die wäre dann, bauen wir einfach so einen ganz normalen. Die wäre dann unpassenderweise hier. Sieht nicht schön aus. Ich mache mal bis zum nächsten Mal Gedanken dahin, wie ich das genau aufbaue. Wofür gibt es College-Blöcke und Stifte? Und dann gucken wir nächstes Mal, wie ich das genau hier aufbaue und friemeln dann daran weiter. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Struktur geschaffen. Wir haben definitiv genug Platz. Wir haben die meisten Sachen schon vorbereitet, also die Raffinerien und so weiter. Also müsste es relativ schnell gehen. Was ich auf jeden Fall noch anfangen sollte, schon mal auf Vorrat zu produzieren, sind Pipes. Ganz, 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 ganz viele Pipes. Und auch ganz viele Untergrunddinger, damit wir überall schön durchlaufen können. Aber den eigentlichen Aufbau machen wir in der nächsten Folge. Bis denn.